Einen wunderschönen guten Morgen hier von Katis Laderampe. Wir sind wieder startklar bei bestem Wetter. Noch nicht mal ein Fotowölkchen ist am Himmel. Heute starten wir am Harris Wash Trailhead und unser erstes Ziel ist der Volcano oder vielleicht auch besser bekannt als Cosmic Ash Trail. Ich würde sagen, Taxi Kati, bitte starten! Also Vorbereitung ist ja bekanntlich das halbe Leben. Jetzt stehen wir hier auf der Dirt Road. LLO sagt, wir sind zu weit. Kati macht den Motor auf, streikt. Und jetzt wird erstmal die Situation analysiert. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, this time. Da läuft er vor, unser guter LLO. So Leute, auf geht's. Auf geht's. Schaut euch das an. Here we are. It's a shame that my hands start shaking. Den Volcano jetzt verlassen und treten den Rückweg an. God, I'm sick of this waiting. You got me going crazy tonight. So why, so why? Why don't you come on over and be my somebody to love? Da sind wir wieder zurück am Auto, etwa 3 Stunden später nach dem Loslaufen. Wir haben uns aber am Volcano auch wirklich Zeit gelassen, ausgiebig Fotos gemacht und einfach die Landschaft genossen. War echt ein cooler, kurzer Trip und ja, mal schauen, was wir heute noch so machen. Wir sind wieder unterwegs. Wir haben den Harris Wash Trailhead verlassen und sind jetzt wieder auf der Hole in the Rock Road und zwar immer straight nach Osten. Es geht wieder zum Reflection Canyon Trailhead, denn morgen wollen wir die Revanche von Dienstag unbedingt. Da hat uns das Wetter ja leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber wir werden jetzt nochmal eine Nacht dort am Trailhead verbringen und ich denke, wir können es morgen machen. Angekommen, das Zelt ist aufgebaut, muss jetzt erstmal gekocht werden.